Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Star Ocean 5. Ich bin das Items Muffix und wir greifen jetzt erstmal hier diese Landschildkröten weiter an. Diese fiesen Gegner. Ah, von wegen fies, Mann. Kein Problem, würde ich mal sagen, für uns. Ja, wir haben nämlich einen neuen Mitstreiter dabei und zwar den guten Victor. Und der ist, ja, ganz passabel. Ganz passabel. Und mit ganz passabel meine ich jetzt richtig überpowered, Mann. Welches Level ist er denn eigentlich? Ah, sehen wir das irgendwo? Status? Gibt es hier sowas wie Status? Gibt es nicht, okay. Wie auch immer. Beim letzten Mal sind wir hier auf diesem schönen Strand marschiert. Unser Ziel ist ja immer noch, hier die Hauptstadt zu erreichen. Gerade wenden wir uns wieder der Hauptstadt ab und schauen uns hier einfach ein bisschen schön um. Boah, das wird ein großer Kampf. Zack, aufpassen. Müssen wir aufpassen. Und ja, der gute Victor hat hier uns geholfen. Uns hat so ein riesiges Blobviech angegriffen, was unglaublich laut und unglaublich gefährlich war. Und dank ihm konnten wir das besiegen, Mann. Ansonsten hätten wir keine Chance, glaube ich, gegen das Ding gehabt, Mann. Aber jetzt, ihr seht, machen wir alle gegen hier platt, Mann. Und 230 Erfahrung und 13 Punkte, was will man mehr? So, wir marschieren jetzt hier noch ein bisschen die Küste ab. Ich will hier noch ein paar Gegner mitnehmen und im besten Fall auch noch einige Erfahrung tanken. Ne? Weil wer weiß, wie lange der Victor in unserer Party bleibt. Der hat ja nur gesagt, er will uns nur bis zur nächsten Stadt hier bringen. Und er soll in meiner Party bleiben. Ich brauche starke Mitglieder. Nichts gegen Niki. Niki ist ziemlich cool, Mann. Aber trotzdem. Und ich glaube, jetzt sind wir eh fast wieder am Anfang. Ah, da sind noch ein paar Kräppchen. Warte, wer hat Hunger? Ich. So. Victor, du bist dein Defender, Mann. Das sehe ich schon. Deswegen chillst du immer am Ende des Bildschirms und wartest immer, bis ich angreife und alle Gegner auf mich draufhüpfen. Gute Strategie. So macht das der Profi, Mann. 8 Erfahrungspunkt. Ist das jetzt... Wird irgendwo... Ach, ich muss mich nochmal gescheit in die Menüs hier einlesen, ob man irgendwo angezeigt bekommt, wie viel man Erfahrungen für das nächste Level braucht, weil... Ach, scheint mir jetzt ein bisschen wenig zu sein. So, und jetzt sind wir wieder wunderschön am Anfang des Levels hier. Mir fällt auf, den Weg, den wir gerade eben gegangen sind, der war viel kürzer, oder? Bilde ich mir das ein. So, speichern wir nochmal kurz und dann marschieren wir den gleichen Weg nochmal zurück. Erhalten noch ein wenig zusätzliche Erfahrung, die wir definitiv gut gebrauchen können. Und dann schauen wir mal, ob da nochmal so ein riesen Blob-Monster kommt. So. Ich persönlich bin kein Fan so von diesen festsetzbaren Speicherpunkten. Ich mag das so, wie es beispielsweise... Tales-Spiele machen, wo es zwar auch diese festsetzbaren Speicherpunkte gibt, aber es immer die Option des Autospeicherns gibt. Da kann man nur einen einzigen Spielstand laden und wenn man diesen speichert, dann muss man auch erstmal ins Hauptmenü gehen. Glaube ich. Irgendwie so war das ja. Und das finde ich, ist ehrlich gesagt eine ziemlich coole Idee, weil es kann auch einfach mal sein, dass du 20 Stunden gelevelt hast und dann musst, keine Ahnung, und dann fällt dir der Fernseher runter und dein Kind ist kurz davor, von den Glasscherben zerdrückt zu werden. Und dann musst du dich entscheiden, entweder rette ich das Kind oder laufe ich zum nächsten Speicherpunkt. Also, ich finde es immer ein bisschen blöd. Ich würde mir auch wünschen, dass es diesen einmaligen Quicksave geben würde, wie eben in Tales. Aber hey, da mag sie halt schon wieder viel zu hoch, Tales, Mann. Auch wenn Tales of the System scheiße war. Tales of Berseria vielleicht auch nicht so gut wird, wie ich es mir erhoffe. Und ja. Aber egal, Mann. Tales of Celia, Mann. Ich hau immer noch meine Tales of Celia-Lobe bis ins Jenseits hinauf. Ah, das ist sehr cool. Also wir unbedingt bei so vielen Gegnergruppen lohnen sich wirklich 2 Teamkameraden. Ich meine, wir bekommen schon, hätten die Gegner jetzt auch so platt gemacht, dass, ich meine, so schwer ist das Spiel jetzt am Anfang noch nicht. Aber besonders halt gegen größere Gegnergruppen ist der halt wirklich praktisch, da man auch die Gegner ein bisschen von sich ablenkt. So. Mir fällt gerade auf, habt ihr gesehen, wenn wir eine... Aua. So, wenn wir wir haben gerade einen starken Angriff gemacht und mit einem starken Angriff kann man auch einen starken Angriff des Gegners blocken. Ist mir nur gerade so aufgefallen. So, wie viele Punkte haben wir da schon wieder? 114. Equipment. Nein, Equipment. Was rede ich da? Rollen. Set Rolls. Defender, interessiert mich nicht. Der Angreifer hier. So. Wo muss ich... Achso, da muss ich auch hier in die Rollen lernen reingehen. Okay. Attacker. 85. Oder kostet nur 85, so wie ich das sehe. Ja. So, das ist natürlich die wichtigste Rolle, weil immer schön den Hauptcharakter leveln. Warte. 4.900 Gold. Also ich weiß, dass es zwar, wenn man hier das Spiel vorbestellt hat, in dieser Limited Edition, die ich ja auch am Box habe, dass man einen Bonus bekommt. Wohlgemerkt, den Code habe ich noch nicht eingegeben, aber ich habe keine Ahnung, woher wir das ganze Gold haben. Irgendwas haben wir richtig gemacht. Irgendwas haben wir zumindest sehr richtig gemacht. So. Zack. 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 So,
Wir werden aber auch mal Charaktere wechseln, weil ich finde es zwar ganz nett, hier mit unserem Nahkämpfer zu kämpfen, aber hier bin ich schon wirklich drauf heiß, halt mit einem Charakter mit diesen ganzen Finishers, also mit diesen Signatures zu kämpfen. Weil ich glaube, mit so einem Charakter macht das auch dann ziemlich Spaß, wenn man dann hier die ganze Feuerbälle und so raushaut, Mann, das wäre schon cool. Aber egal, schauen wir uns halt einfach hier wirklich diesen wunderschönen Strand an. Also wenn hier nicht so riesige Blobmonster wären oder Banditen oder so, ich würde sagen Urlaubsparadies, oder? Da eine kleine Beachhütte, da ein paar Surfbretter, da ein paar Surfbabes und hey, Leute, Mann, zweites Mallorca. So nett war. Gut, dann reisen wir aber jetzt weiter. Hier sind wir ja wieder auf der richtigen Fahrt. Einige Erfahrungspunkte haben wir noch zu sich geholt. Mich würde halt wirklich interessieren, ob ich... Set Battle Skills können wir hier nochmal schauen. Double Slash mit X. Na. Long Range. Ja, doch, das ist eine gute Idee, Mann. Wir können mal auf... aber dann machen wir hier... Remove. Oh, jetzt habe ich gar keinen Skill da. Das ist natürlich sehr gut. Double Slash. Der Double Slash ist die einzige Attacke, die wir bis jetzt können. Dann schauen wir hier mal. Learn. Können wir noch nichts machen. Ja, da brauchen wir erst das Büchlein hier. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Man kann aber sich ja mal kurz durchklicken. Und Specialities hier. Harvesting. Gain the ability to harvest nature's bounty from certain locations. Hört sich eigentlich geil an, aber machen wir mal. Oh, das Bild sieht süß aus. Gut, okay. Gut, also im Endeffekt, wir können jetzt wahrscheinlich, wenn wir irgendwie so eine Pflanze oder so sehen, können wir wahrscheinlich da irgendwelche Ressourcen uns rausziehen. Wie hilfreich das noch sein wird, muss sich noch herausstellen. Und dort hinten sehen wir schon hier die ersten Züge der schönen Burg hier. Und mit etwas Glück war es dann hier auch schon von unserer abenteuerlichen Reise. Zückt der König einfach dann einige Truppen hin und fertig sind wir. So, kann man natürlich nicht öffnen. Fragt mich jetzt aber nicht, von welchen Pflanzen ich hier irgendwelche Ressourcen mir herziehen kann. Blinken die irgendwie auf oder marschiere ich einfach mal hin und drück drauf? Ich muss euch jetzt sagen, die Hintergrundmusik, oh, bombastisch wirklich. Ist ein sehr, sehr, sehr schöner Soundtrack, den wir bis jetzt hier hören. Und damit gehen wir von unserem kleinen Fischerdorf, so wie es aussieht. Oh, so that's me, Doc, I take it? That it is. Oh, this light, it's stunning. It's also the gateway to the neighboring country of Langdok. If we weren't on this mission, I'd love to have a more leisurely look around. My duties require that I spend the night in this town. Das ist schon ein wenig spektakulärer als unser kleines Fischerdorf hier. Wow, 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 die Hauptstadt des Reiches, so wie es hier aussieht. So, was habe ich denn getan? Oh, das war eine Diebin, Mann. Das war eine Diebin. Da bin ich mir ganz sicher, dass das eine Diebin war. Weil da wird es jetzt schon weitergehen. Ich will jetzt eigentlich nicht weitermachen. Ich wollte jetzt eigentlich mal Ich wette, die hat unser ganzes Geld gestohlen. Auch wenn sie es noch im Inventar ist, ich wette gleich, zieht er, oh, das ganze Geld ist weg. Irgend sowas kommt. So, Merchants, ja. Schauen wir mal, was du hier so Schönes hast. Na, okay, das ist zum Craften. Crafting können wir noch nicht. Ich suche hier eigentlich sowas wie den Inn. Gibt's sowas? So, hier noch mehr Ressourcen, die wir alle noch nicht brauchen können. Leute, Mann, ich habe keine Ahnung, wo der nächste Inn ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie ein Inn aussieht. Und ich habe keine Ahnung, ob hier ein Speierpunkt in der Stadt ist. Scheinbar nicht. Egal. Gehen wir einfach mal hier rein. Und schauen, ob wir hier die Truppen für unsere Stadt herbekommen. Oder bin ich hier im Inn? Das... Ah, I do the honors. Dankeschön. Hey, sind wir da im Inn? Ah, super. You brute! What do
kill you to awaken a little slower? I was scared to death. Oh, my bad. What in the name of... I make nice and wake you since the day's getting on, and yet... It's really that late? Yeah, it is. Victor's gone. He went out a while ago. I see. Uh-uh. None of that now. Jeez, get going, get going! Okay. Now I can start. Good. Then I'll be waiting outside. Don't take long. As always, you're so cute when you sleep. But you're certainly not when you talk like that. Are you good to go? Sorry for keeping you. Victor said he'll be waiting at the Western Gates. The Western Gates? Let's go there. Great. Leute, Menschen, die in der Früh so aktiv sind, sowas mag ich ja gar nicht, Mann. Aktive Menschen in der Früh, mit denen können irgendwas nicht stimmen. Mit der guten Niki stimmt irgendwas nicht. Dieser Antagonist des Spiels, das ist mal meine Behauptung. Eine ganz nette Szene. Gut, also Victor hat uns jetzt erstmal verlassen, aber wir haben hier den Inn gefunden. Ich dachte, das wäre jetzt hier gleich die Kaserne oder wie auch immer. Aber so wie es aussieht, sind wir nicht richtig. So, das ist der westliche Tor. So. Und nun hier sind wir Midok. Who's that with him? Sorry we're late. And late you are. Who might she be? This is Lady Brunelli, a signaturge from Languedoc. Lady Brunelli, is it? Fiore Brunelli. You can just call me Fiore. Name's Fidel. I'm Miki. She is one of the most knowledgeable researchers at the Royal Institute of Signatory Studies. Languedoc so kindly dispatched her in response to our own king's request for aid. What? You work at the Royal Institute? That's amazing! You're the envy of signatures the world over! I'm hardly of that high caliber. No. You truly are! Victor, is this the duty you were talking about? Yes, it is. I have been charged with escorting Lady Brunelli safely to our capital. But I know we're all anxious to get there. I'll explain everything else on the way. Our nation is currently at war with the neighboring kingdom of Trekkur. I've heard a fair share of rumors about that. Things don't look good for us, as cries for support on the front line have reached the capital. So we're losing then? The reports remain unconfirmed, but it seems the enemy has developed a new weapon and is using it to great effect. A new weapon? Such as? I won't pretend to understand it, but it can supposedly attack from great distances and is far more destructive than our most advanced signaturgy. A cryptic new type of weapon? Sounds like a scapegoat to me. The fact that we're losing is true, and so is the fact that no signaturges in the field can discern why. And I've been called to figure it out. Our nation has always had a close and congenial relationship with the Eastern Kingdom of Languedoc. Now we must call upon them for aid in unraveling this mystery, as they possess the finest signaturgical research facility on the entire continent. I see. So that's how it is. Also gut sieht's hier definitiv nicht aus für das Land, in dem wir uns hier befinden. Okay, das sind jetzt hier zum Beispiel Ressourcen, die wir hier uns harvesten können. So, Erfahrung gibt's dafür. Cool. Okay, Leute, schlagen wir uns mal jetzt im Kampf. Ich will gleich mal sehen, was die Lady hier drauf hat. Warte mal, wir machen das jetzt mal anders. So, warte mal kurz. Zack, zack. Und ich will jetzt mal einen Signature raushauen. Signature. Was habe ich denn hier? Ice Needles, Windblast. Bam! Die Gegner sind ja schon um einige stärker geworden. Oh, warte mal, ich brauche den Pflanzenkiller-Skill, fällt mir gerade mal so auf. Und eine riesige Wespe, Igitt!
Aber das ist kein Problem für uns. So, zwar hätten wir, könnten wir uns noch ein bisschen hier in der Stadt umschauen, aber so bedeutend ist das jetzt auch nicht. Und hey, wir kämpfen doch ja lieber hier ein bisschen. Also ich muss sagen, man wird hier ein bisschen sehr in das Spiel, ein wenig zu sehr reingeschmissen. Also okay, jetzt gibt es ja auf einmal noch Krieg und alles mögliche, schlimm und schlecht. Ich finde es zwar nett, dass einem, hier, dass wir jetzt einen neuen Charakter haben, dass das ja auch ganz schön eingeführt worden ist, aber ein wenig hier, ihr wisst schon, eine klare Linie wäre mir gerade aktuell nicht, Mann, weil Krieg und nochmal Krieg und wir werden angegriffen und die werden angegriffen und ich habe keine Ahnung mehr. Ach, mir ist das da alles wurscht. Wir kümmern uns nicht um die Signatures. Ich bin Nahkämpfer, Mann. Ich bin zu verbahnt für sowas. Ich werde für das drauf haben bezahlt. So, was seid ihr denn? Oh, Dodos. Wollen wir Dodos ausrotten? Gute Idee. Was seid ihr denn? Pertion. Egal. Bei mir seid ihr Dodos, Mann. Tschüss, Dodo. Aber Mann, die hat schon ein cooles Signature drauf. Sie sieht auch so aus wie so eine dunkle Magierin. Auch ein ganz cooles Design, Mann, mit ihrem dicken Magierhut hier. Okay, da wird es jetzt direkt weitergehen. Schauen wir uns aber hier noch ein bisschen um. So, was haben wir denn hier für eine schöne Pflanze? Pflanze. So, White Rice. Und es gibt da sogar immer Erfahrung dafür. Das finde ich eben ein bisschen kurios. So, komm, aufpassen. Und zack, zack. Aua. Alter, 30 Schaden machen die mir mit dem blöden Geduckere hier. So, schön hier seine Attacke gekontert, Mann. Verhindert, meine ich. Und dann kam ein schwerer Hieb, ja, Mann. Also, ich muss eigentlich sagen, hier unser guter Victor ist eigentlich mit Abstand der beste Charakter, Mann. Ich hau da immer so ein bisschen drauf. Miki macht mir die ultra starken Zaubersprüche. Jetzt haben wir hier noch die Fiora, glaube ich, hieß ja, die hier super starke Magie drauf hat. Und ich hau da immer so ein bisschen so uninspiriert, hau ich da immer so auf die Gegner drauf. Hey, ist die Region riesig oder ist die riesig, Mann? Schau ich das mal an. So, okay, da müssten wir irgendwo hin in die Richtung. Aber erstmal kümmern wir uns hier noch einmal um ein paar Gegner. Aber mir gefällt das Rollensystem hier. Finde ich erst echt eine interessante Sache. So, was seid ihr denn hier? Mini-Pilze? Oh, die haben so einen schönen Soundeffekt, diese Pilze. Aber sie können vergiften und deswegen mag ich die kleinen Pilze doch nochmal. Leute, Mann, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich krieg nur noch auf die Blonze. So, okay. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Niki und hier, Fiona. Entschuldigung, ich weiß noch ihren Namen nicht. So, wo steht es hier? Fiore. So, da würde ich mich aktuell für Niki entscheiden, weil ein Highskill ist halt doch einfach cooler. So, hier sollten irgendwo Pflanzen sein. Oder auch nicht, weil theoretisch stehen wir jetzt gerade drauf. Dann halt nicht. 147 Punkte, ey, Mann, ich muss ja hier die Rollen, muss ich ja hier lernen ohne Pause. So, Learn Rolls. So viel Zeug haben wir hier. Wo hatten wir das denn? Was haben wir hier? Hier haben wir bis jetzt noch den Healer-Skill. Ich würde fast den Healer-Skill, könnte man ja auch fast eigentlich hier der Fiora beibringen. Ich weiß aber nicht, wie lange sie in unserer Party bleibt. Insect Slayer oder Plant Slayer? Damage from Plants minus 10. Ja, ich finde, das sollten wir uns fast eigentlich holen. Komm, für 50 Punkte holen wir den Skill. 124 haben wir noch offen, können wir sogar nochmal upgraden. Yo, Mama. Dreckige Pflanzen, Mann. Ich lasse mich doch nicht von ekligen Pflanzen besiegen hier. So, natürlich alles auf Fidel, weil, hey, Mann, ich bin der Hauptcharakter, Mann. Mir ist doch wurscht, was aus allen anderen wird. So wie es ein echt guter, sympathischer Hauptcharakter macht. So, hier wieder diese Trolle. Schön, dass dafür lohnt sich beim Pflanzenskill schon wieder gar nicht. Hoppala. Aua, aua. Telltale Sign. What the hell, Mann? So. Man muss sich wirklich immer so aufteilen, wenn das Team sich aufteilt, ist das immer die beste Strategie. Wenn ich auf einen Gegner gehe und, sagen wir mal, vier Gegner sind die, jeder Charakter auf einen einzelnen, weil dann kommt keiner richtig dazu anzugreifen von den Gegnern. Aber das Problem ist halt wirklich, wenn alle auf einen gehen, dann kommt immer ein Gegner, der dann hier mit seinen fiesen Attacken von der Seite kommt und den man nicht richtig blocken kann oder ausweichen kann oder die Attacke brechen kann. Wie auch immer. Ey, 36 Punkte, Mann.
Wir machen irgendwas richtig, habe ich das Gefühl. Wir halten hier so saumäßig viele Punkte. Nicht schlecht, Mann. Übrigens, Victors Haare sind nicht so schön modelliert, Mann, wie der Rest hier. Also, ich muss ja sagen, Charakter auch vom Design hier. Schön, dass jeder hier schon wieder seine eigene Farbe hat. Sowas mag ich immer, wenn Charaktere sich immer optisch sehr unterscheiden. Wir haben hier unseren Fidel, natürlich als Blauen. Dann die Niki hier mit ihrem rosa-weiß. Dann hier die dunkle Margarin hier, Fiora, aber mit den türkisen Haaren. Das sieht ein bisschen kurios aus. Und dann haben wir hier Victor mit diesem ritterlichen roten Look eben. Ziemlich nett. So, da hoch will ich. Kommen wir daher? Ich finde es merkwürdig, Mann. Wir haben nur eine einzige Taste, mit der wir hier hin und raus aus der Map zoomen können. Anstatt dass wir die Map eigentlich öffnen können. Aber egal. Managen wir schon. So, die Pilze, vor denen habe ich ein bisschen Angst, Mann. Die sind fies, Mann, mit ihren Giftattacken. Übrigens, das ist schon hier, glaube ich, die königliche Festung dann, so wie es aussieht. Also, wir könnten theoretisch direkt hingehen, aber... Wir wollen uns ja erstmal hier die Welt ein wenig anschauen. So. Boah, Mann. So, wir müssen aber unbedingt mal die Taktik anschauen, weil wenn ich mir das jetzt so ausdenken würde, ich würde eigentlich immer am liebsten sagen, dass ich... Ja, diese Giftspuren, Mann. Dass ich und, Niki einen angreifen und während dann die anderen beiden dann die anderen angreifen. So, das wäre für mich die optimale Aufstellung so in der Party. Müssen wir mal schauen, ob das irgendwie machbar umsetzbar ist. Aber erstmal schauen wir uns hier nach Objekten um. Alles, was es hier gibt, Mann, das ist ja großartig. So. Und die Umgebung ist auch wirklich schön, also atemberaubend schön finde ich es hier zum Anfang des Spiels wirklich. So, mitgenommen. Einzig, was mir fehlt, ist eine Sprungtaste. Da hätten wir zum Beispiel hier ganz entspannt hochspringen können. Oh, Bienen. Ich hasse Bienen. Oder Websen. Oder was ihr auch immer für eklig, wie ihr seid. So. Alter, was macht der für Attack, Mann? Der ist so krass drauf, Mann. Der ist so krass drauf, Mann. Ich hau da so ein bisschen mit meinem kleinen Schwert drauf und ja. Unglaublich, Mann. Okay, jetzt sind wir ja einmal, haben wir das Gebiet hier umrundet. Ich würde sagen, jetzt kehren wir dann wieder zurück und schauen uns hier dann wieder unseren richtigen Vater an. Wir halten halt hier so schön viele Punkte. Warte mal kurz, eins will ich noch schauen. Okay, Signatures haben wir hier keine. Double Slash. So, ich habe jetzt mal hier einen Skill rausgehauen. Ich kämpfe eigentlich fast lieber mit den normalen Angriffen, weil die auch ordentlich Schaden machen. Aber wenn wir hier die Taste gedrückt halten, dann können wir hier einen Skill aktivieren. Wir haben bis jetzt nur den Double Slash, deswegen ist es wurscht, ob wir Range-Waffen machen oder keine Range-Waffen. Oder ob wir X oder Kreis drücken, weil wir haben ja nur diesen einen Skill. Aber wir könnten es dann zumindest, wir können dann hier immer diesen Double Slash rausmachen. Nur um das hier mal festzuhalten, dass der Maxi weiß, wie das geht. So, und was haben wir hier für Gegner? Ah, die da wieder. So, das war jetzt mein Double Slash, Mann. Der hat gesessen. So. Das war ein geiles Kombi, Mann. So. Aufpassen, weil die können auch immer hier ihre... Die können auch immer starke Angriffe machen. So, weg, weg. Aufpassen. Gegner mit Signature Moves, sowas ist da ätzend. Also es läuft eigentlich, das Kampfsystem. Also hier zum Anfang ist zwar jetzt noch nicht so abwechslungsreich, natürlich, weil wir im Endeffekt einen Special Skill haben, was ein bisschen schade ist. Aber es macht echt Spaß. Es sieht schön aus. Und umso mehr Charaktere es, umso mehr Spaß macht es. So wie es sich von einem guten Kampfsystem auch wirklich gehört. So, ich glaube, da kommen wir her. Deswegen reisen wir hier nun weiter in die königliche Hauptstadt. Ob das ein schöner Besuch wird oder nicht, finden wir raus. Wie geht es nochmal? Ob du richtig stehst oder nicht, siehst du bei dem Licht. Irgendwie so war das doch dieser Spruch hier, oder? So oder so ähnlich. So. Aua. Ah. Wenn Gegner immer von Anfang an blocken, sowas ist ätzend. Gegner, die blocken können. Sowas gibt's heutzutage noch, Mann. Diese, so ein Schmarrn ist das. Okay. Und hier sind wir auf dem richtigen Pfad. Da hinten ist noch eine Kiste, die holen wir uns noch und danach gehen wir dann gleich in die königliche Hauptstadt hier. Und was versteckt sich in der Kiste? Eine Acuity Potion. Wir halten so viel Heil-Items, also dringend nötig auch, weil innerhalb der Region können wir uns ja sonst nicht heilen, aber schon beeindruckend. So, Insect Slayer könnte man machen, aber ich würde sagen, wir gehen danach hier dann nochmal auf Attacker. Also wir haben hier was Gutes. Ja, Defensive Stamina Stockpiller.
Na, was interessiert mich meine Nebencharaktere waren? Ich muss schauen, dass es Feder gut geht und der guten Niki und der Rest ist mir doch eigentlich ziemlich wurscht. Ich weiß, ich bin böse. Aber böse sein ist cool. This place is pretty quiet for a capital. How different from Langdok. Follow me to the castle. Lady Brunelli, sorry to ask you before settling on where to stay, but will you join us? Okay. Gut, du weißt, wo es lang geht. Das freut mich natürlich. Hier haben wir übrigens ein Nebenquestboard, so wie es aussieht. Ah, okay. Ein Nebenquestboard. Also hier kann man dann Nebenquests annehmen. Mama, was man da genau machen muss, das lesen wir uns aber erst beim nächsten Mal durch. Oh, Quest clear. Oh, das ist natürlich super. So. Können wir die auch gleich abgeben? Genau. Yay. Das sind Nebenquests, die ich mag, man. Einfach hingehen, zack, erfüllt man. Und vor allem ein Level up. Sehr schön. So, ich suche jetzt gerade eigentlich den Inn. Das könnte sein, Mann. Ich muss mir die Symbole mal genauer anschauen, weil die sehen für mich alle nicht aus wie Inn oder Angriffshop oder wie auch immer. Sind für mich alle so kurios aus. Ye grande all the castle of comfort. So, bevor wir jetzt aber uns hier hinlegen und dann hier beim nächsten Mal hier mit dem König sprechen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und ich verabschiede mich bis dahin. Das war erstmal der dritte Teil von Star Ocean und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.